Hallo, wie schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute habe ich folgendes Thema mit dabei. Und zwar würde ich gerne mit dir darüber reden, wie man die Umkehrfunktion zu einer gegebenen Funktion bestimmt. Ja, und falls dich das Ganze interessiert, würde ich sagen, bleibst du jetzt einfach dran und wir sehen uns wie gewohnt nach dem kurzen Intro wieder. So, für dieses Video habe ich diese Funktion hier vorbereitet, nämlich f von x ist gleich 2x plus 4. Wie du siehst, eine recht einfache Funktion, denn heute geht es eher darum, was der Ablauf sozusagen ist, wenn man denn die Umkehrfunktion bestimmen möchte. Und hierzu habe ich dir schon mal hier an die Seite die Schritte hingeschrieben, die man eigentlich ganz unabhängig von der Funktion, die gegeben ist, immer gehen muss. Im ersten Schritt ersetzt du am besten das f von x durch ein y. Das heißt, für das f von x schreiben wir jetzt einfach mal y hin und sind dann bei y ist gleich 2x plus 4. Der erste Schritt ist damit schon abgehakt. Und wir kommen jetzt zum zweiten Schritt. Im zweiten Schritt vertauschst du x und y. Das heißt, da wo jetzt das y ist, kommt jetzt das x hin. Sind dann bei x gleich 2 mal. Und da wo das x jetzt ist, kommt das y hin. Also 2 mal y plus 4. Damit ist auch schon der zweite Schritt abgehakt. Im dritten Schritt musst du diesen Ausdruck jetzt nach dem y auflösen. Das heißt, wir wollen das y alleine auf der Seite stehen haben. Unser Ziel wird es dann sozusagen sein, dass hier irgendwie gleich y steht. Als erstes würde ich sagen, kümmern wir uns um diese positive 4. Ich verrechne diese Gleichung also mit minus 4. Vorsicht, das musst du auf beiden Seiten machen. Für die linke Seite rechne ich also x minus 4. Ich kann da nichts vereinfachen, also schreibe ich es hintereinander weg. Auf der rechten Seite bleibt dann 2y oder 2 mal y übrig. Und jetzt muss eigentlich ja nur noch diese 2 weg. Denk immer dran, 2y ist eine Abkürzung für 2 mal y und eine 2 mal kriegt man weg, indem man diese Gleichung durch 2 teilt. Auch hier gilt wieder, beide Seiten durch 2 teilen. Wenn du jetzt hier irgendwas mit einem Plus und mit einem Minus getrennt hast, dann musst du auch davon jedes einzelne Teil sozusagen durch 2 teilen. Denk dran, x ist eine Abkürzung für ein ganzes x, also für ein x. Ein x durch 2 ist nur noch ein halbes x oder 0,5x, je nachdem, ob du das nicht mit Brüchen hinschreiben möchtest. Minus 4 durch 2, negativ durch positiv, wird negativ sein. Also das Minuszeichen kann ich schon mal hinschreiben. 4 durch 2 ist dann 2. Insgesamt sind wir also bei minus 2. Ja, und rechte Seite, diese 2 und diese 2 heben sich weg. Y bleibt übrig. Das kann ich jetzt hier nochmal wegmachen. Jetzt habe ich, wie gesagt, wie du siehst, in diesem dritten Schritt jetzt schon komplett nach y aufgelöst. Und im vierten Schritt, da würde ich dann einfach nur nochmal die richtige Bezeichnung für die Umkehrfunktion hinschreiben. Ganz gängig ist dann f hoch minus 1 von x. Wenn du das machst, dann kannst du genau das so abschreiben, wie das hier steht. Also 1/2 x minus 2. Lass dich bitte nicht verunsichern. Manche schreiben dann auch für die Umkehrfunktion sowas wie f von y dahin. Dann ist es allerdings so, dass deine Variable, das heißt hier das x, nicht mehr x heißt, sondern y, dann wärst du nämlich bei 1/2 y minus 2. Doch wenn du den Weg gehst, den ich hier irgendwie mal gehe, dann bist du genau bei dieser Bezeichnung, nur dass du dann genau weißt, wenn du hier so etwas siehst, dass sich das nicht irgendwie verwirrt oder sonstiges. Das soll es heute schon gewesen sein. Ich hoffe natürlich, dass dir dieses Video geholfen hat. Wenn du gerne ein paar Anwendungsmöglichkeiten, also wofür man diese ganze Umkehrfunktion überhaupt braucht, wissen möchtest, dann lass mir einfach einen Kommentar da. Dann mache ich dazu gerne weitere Videos. Und ansonsten wünsche ich dir wie immer viel Erfolg beim Lernen.